Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, den 25. Januar. Und auf dem Titel heißt es: Gabriel in Klammern SPD kontrolliert Deutsche Bank. Frankfurt. Punkt. Die Deutsche Bank holt den ehemaligen SPD-Chef und Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel in Klammern 60 in ihren Aufsichtsrat. Er soll sich bei der Hauptversammlung am 20. Mai zur Wahl stellen. Gabriels Nominierung löst bei der Opposition Empörung aus. Die SPD, deren Parteichef Gabriel von 2009 bis 2017 war, äußerte sich ausdrücklich nicht zu der Personalie. Deutsche Bank Aufsichtsratschef Paul Achleitner zeigte sich erfreut, dass die Bank, Zitat, einen überzeugten Europäer und Transatlantiker, Zitat Ende, gewonnen habe. DPA, tschüss.